den Kontingenten oder den Pflichtquoten zuzustimmen, weil es die Bürger nicht wollen. Das ist ganz einfach. Die Bürger wollen es nicht, wissen Sie? Ich meine, aus diesen Ländern sind immer Leute woanders ausgereist, weil sie frei sein wollten, weil sie zu Hause nicht leben konnten, ihre eigene Familie, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn die Bürger etwas nicht wollen, es ist ihre Pflicht, das zu tun, was sie nicht wollen. Aber es sind doch europäische Bürger. Es ist ihre Pflicht, das zu tun, was die Bürger wollen, was der Bürgerwille ist, was ihre Wähler wollen. Was machen Sie, wenn die Bürger die EU nicht mehr wollen? Ja, dann macht man ein Referendum und wenn die Bürger sich so entscheiden, dann muss man das einfach akzeptieren. Okay. Nehmen Sie, begrüßen wir auch nochmal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen an Sie. Und diese Bilder zeigen eigentlich, dass das keine Lösung ist. Und deshalb ist das, was die Bundesregierung weiterhin für Kontingente nachzufragen. Und wir müssen den Griechen helfen. Wir können sie mit dieser Situation so nicht alleine lassen. Deutschland will, dass weniger Flüchtlinge nach.